Mike Künzli. Das Positive ist, zwei Goals selber geschossen, aber irgendwie ist es viel zu lang gegangen, weil wir eigentlich Schuss auf das Goal gebracht haben. Ist das so? Ja, ich habe das Gefühl, wir haben zum Teil einen guten Druck gemacht, eigentlich recht einfach gespielt. Die Defensive wird sicher immer wichtiger und das haben wir uns sicher darauf konzentrieren. Als Gefühl ist es eigentlich recht gut gegangen. Wir haben ein, zwei Fehler gemacht, die eiskalt ausgenutzt worden sind. Und ja, schlussendlich hat es halt nicht gelungen. Jetzt drei Niederlagen in Serie. Man hat das Gefühl, die Leichtigkeit ist zwar rum, aber ja, es ist schon gefährlich, dass man jetzt in dieser Tabelle noch nicht zu weit runterrutscht. Was muss jetzt passieren, damit man jetzt wieder mal Punkte holen kann? Ja, wir haben sicher viel disziplinierter spielen. Ich glaube, die Strafen bringen uns zum Teil recht aus dem Rhythmus. Vor allem am Schluss des Spiels. Heute habe ich auch wieder eine dumme Strafe gemacht am Schluss. Und so gibt es uns einfach nicht mehr die Chance, zum Schluss noch aufholen. Merci vielmals.